So, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen nach unserer kleinen Pressekonferenz nach dem Spiel Union Schaffhausen gegen Fortuna Köln. Uwe Koschinat und Jochen Küppers sind da und wie es sich gehört, erstmal Glückwunsch dem Gästetrainer und also ganz zufrieden scheinen sie mir nicht zu sein, also auch die letzten 20 Minuten so an der Seite. Wie haben Sie Ihr Spiel gesehen, Ihre Mannschaft gesehen? Erstmal einen schönen guten Abend und danke dafür, dass Sie tief in einer Wunde bohren. Absolut gute Eröffnungsfrage, sehr gute Eröffnungsfrage. Nein, es ist schon so gewesen, dass ich, als ich heute Morgen aufgestanden bin, schon wusste, es wird ein anstrengender, ein schwieriger Tag. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir uns, wie wir das immer machen, wirklich sehr, sehr seriös auf unseren Gegner vorbereitet haben und dann schon auch wussten, was auf uns zukommen kann. Zum Zweiten ist es natürlich so, dass ich aufgrund unserer Ausgangslage in der dritten Liga natürlich schon versuche, derzeit die sehr, sehr strapazierten Spieler heute ein Stück weit zu schonen. Das war klar, dass dann Spieler aus der zweiten Reihe heute zum Zuge kommen, die noch nicht so viele Wettkampfminuten gespielt haben. Ich habe heute in keinster Form, das muss ich mal vorweg sehen, eine arrogante oder überhebliche Spielweise von uns gesehen. Das könnte ja darauf hindeuten, dass man sich als Drittligist schwer tut und dann irgendwo mit der falschen Einstellung in dieses Spiel geht. Das habe ich in keinster Weise gesehen. Das würde dieser Mannschaft aber auch nicht gut zu Gesicht stehen. Nein, am Ende müssen wir darüber reden, dass uns, und das gehört zum Fußball, in der vordersten Linie absolut die Durchschlagskraft gefehlt hat. Uns hat das Spieltempo gefehlt in Situationen, in denen wir den Ball erobert haben. Wir sind immer wieder gegen eine hervorragend organisierte Mannschaft angerannt und haben uns da sehr, sehr schwer getan, entsprechende Kreativität, aber auch Passgenauigkeit, Geschwindigkeit ins Spiel zu bringen. Tatsächlich auch Bälle so in den Strafraum zu bringen, dass wir zum Abschluss kommen. Und wie es dann so häufig in einem solchen Spiel ist, wird das Ganze auch natürlich ein Stück weit zu einem mentalen Spiel. Union Schaffhausen hat von Minute zu Minute mehr gespürt, dass der Unterschied, der uns vielleicht liegentechnisch trennt, heute auf dem Platz überhaupt nicht zu spüren ist. Man traut sich immer mehr zu, aber auch in diesem sicheren Gefühl, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren, ganz im Gegenteil, das Ganze wird extrem emotional im positiven Sinne. Und bei uns wurde so die Angst, dieses Spiel dann zu verlieren, Fehler zu machen, dafür vielleicht verantwortlich zu sein, wurde immer größer. Das hat man auf dem Feld, glaube ich, gemerkt. Und insofern hat es nachher keinen Klassenunterschied mehr gegeben. Das muss ich so anerkennen. Natürlich erhoffe ich mir aufgrund unserer hervorragenden Ausgangsposition in der dritten Liga, dass wir die Personalprobleme, die wir jetzt haben, eben durch Spieler aus der zweiten Reihe lösen können. Aber ich muss so offen und ehrlich sagen, ich habe dafür heute keine Ansätze gesehen. Deswegen Beurteilung von mir, wir haben kein gutes Spiel gemacht, weder taktisch noch individuell. Und wenn ich das sagen darf, Jochen, wieder mal hat Schaffhausen ein fantastisches Spiel gemacht und hätte es absolut verdient gehabt, heute hier mindestens in die Verlängerung zu gehen. Das muss man so ehrlich anerkennen. Und deswegen hoffe ich, im ersten Jahr war es zumindest ergebnistechnisch ein bisschen klarer. Heute wird es enger, um Gottes Willen nächstes Jahr nicht gegen dich, weil wenn es so weitergeht, dann ist klar, was das ist. Vielen Dank, liebe Koschinat, für die Analyse. Jochen, normalerweise kann man auch nach so einer Niederlage herzlichen Glückwunsch sagen, aber hast du dich nicht geärgert? Irgendein Ball, irgendeiner, kann der nicht einfach mal durchkommen? Also erstmal Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung, Glückwunsch an Union Schaffhausen, oder? Ich denke an der Stelle, ist es natürlich mit ein bisschen Abstand jetzt ein paar Minuten danach schon so, dass wir mit Sicherheit schon irgendwo ein bisschen dran gerochen haben, ja? Also zumindest die Verlängerung zu erreichen. Ich glaube, dass wir heute ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben
sowohl in taktischer Hinsicht, weil wir nicht wirklich die Möglichkeit hatten, uns in vielen Trainingseinheiten auf dieses Spiel vorzubereiten. Also ganz im Gegenteil zu der Akribie, die wir letztes oder vor anderthalb Jahren an den Tag gelegt haben. Und dafür muss ich meiner Mannschaft, die, sag ich mal, eine Trainingseinheit gehabt hat im Hinblick auf das Spiel und dann eben eine dreiviertelstündige Mannschaftssitzung, wo wir sehr kontrolliert und ganz genau am Board eigentlich erklärt haben, wie wir spielen wollen. Man darf nicht vergessen, ne, dritte Liga, das ist mit Sicherheit, auch wenn wir es vor anderthalb Jahren schon mal gehabt haben, für uns ein absolutes Highlight. Jeder der Spieler war trotzdem hoch motiviert. Wir haben Sonntag noch 90 Minuten gespielt, ist keine 2,5 Tage her. Ja, also von der Physis her muss man auch da sagen, alles rausgehauen. Ja, und dann ist es manchmal so, wie es dann im Fußball ist. Wir haben versucht, in den ersten 45 Minuten die Geschwindigkeit des Gegners aufzunehmen und mitzunehmen, um zu versuchen, dann wirklich da vielleicht den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Und man muss dann auch an der Stelle anerkennen, na klar, ist dann auch die Grundgeschwindigkeit des Drittligaspielers auf jeden Fall höher wie die des Landesligaspielers. Aber das haben wir durch Gemeinschaft, durch Kollektiv richtig gut weggemacht. Und im Endeffekt, sage ich jetzt, haben wir ein tolles Spiel geliefert. Ich glaube, dass jeder, der hier war, sagt, Mensch und Skinner, schön, dass ich da hingefahren bin. Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Wäre schön gewesen, wenn von Basti die Chance vielleicht sogar reingegangen wäre. Ja, und das ist, glaube ich, am Ende das, was überwiegt, die Freude, ein gutes Spiel gemacht zu haben. Bravo. Dankeschön. Ja, super. Mario, alles Gute, alle Kollegen. Das ist nicht der Fall. Ja, dann bedanke ich mich bei beiden Trainern. Ihnen alles Gute für den Kampf um den Aufstieg, Uwe Koschinat und Jochen, alles Gute. Euer Ziel, drin bleiben, oder? Ja. An der Stelle ganz klar, wir werden daran, habe ich auch draußen schon mal gesagt, wir werden da von der Geschichte keinen Millimeter wegrücken. Wir bleiben uns da treu, wir bleiben demütig, wir werden weiter daran arbeiten. Die Klasse ist ausgeglichen und auch wenn man jetzt im Moment auf der Sonnenseite in Anführungszeichen steht, darf man nicht vergessen, es sind dann im Endeffekt fünf Punkte, die uns da so ein bisschen trennen von dem Abstiegsplatz. Und da neigt man immer so bei den guten Ergebnissen und bei der Euphorie immer alles so nach oben und gut zu sehen. Aber ähnlich wie beim Uwe auch, wenn dann mal 3, 4 wichtige Spieler irgendwo verletzt sind und man da anfangen muss zu kompensieren, dann geht vielleicht auch hier und da ein bisschen die Qualität verloren und man kommt dann vielleicht auch so in so eine Spirale rein. Und deshalb wollen wir wirklich, wir müssen immer am Limit arbeiten, um diese Liga zu halten. Das werden wir tun, dafür werden wir arbeiten und ich bin da guter Dinge, dass wir es dann unterm Strich am Ende auch schaffen können. Erstmal dafür viel Glück. Ja, vielen Dank. Nochmal ganz kurz hier als Gastgeber des FC Wegberg B. Die Fortuna ist immer herzlich willkommen, wie auch immer. Und Union, ja sowieso. Alles klar. Kommt gut nach Hause, kommt ihr gut nach Hause. Tschüss.